Über dieses Video wird sich vielleicht der ein oder die andere wundern und fragen, was soll das jetzt? Der Thomas, der sagt ja immer, Aktien kaufen ist er positiv, will Leute ermutigen und jetzt plötzlich dieses Video. Was will er damit? Soll es ein Spaß sein? Will er damit Klicks erzeugen, wie auch immer? Nein, es ist wirklich ein ernst gemeintes Video und das meine ich auch sehr ernst, was ich in diesem Video sage. Ich selber lebe seit Jahren von Dividenden und habe die besten Erfahrungen mit Aktien gemacht. Also finanzielle Unabhängigkeit würde ich nie mehr missen wollen und das habe ich nur geschafft mit Unternehmensbeteiligung. Ich sage ja lieber Unternehmensbeteiligungen als Aktien, weil eine andere Denkweise dahinter steckt als diese Börsendenkweise bei mir. Und weil ich die Aktien anders sehe. Und dennoch gibt es Fälle und gibt es Menschen, denen ich rate, zumindest so nicht in Aktien zu investieren. Ein Beispiel. Vor einiger Zeit kam nach einem Vortrag, den ich hielt, war eine Fragerunde. Mache ich immer so, wenn noch Zeit ist. Und da sagte eine Frau, Sie wissen aber schon, dass die Welt auf ein Drama zusteuern wird. China, USA, dieser Konflikt wird ausarten. China wird Taiwan überfallen, militärisch. USA wird in diesen Krieg eingreifen. Das Ganze wird eskalieren. Auch Putin wird keine Ruhe geben. Und Israel, Palästina, auch da ist absehbar, dass das Ganze noch viel stärker eskalieren wird. Unternehmen, die international aufgestellt sind, die international tätig sind, und das sind ja praktisch alle oder die allermeisten Großkonzerne, sei es beim Verkauf, beim Einkauf, wie auch immer, die werden enorme Probleme bekommen. Und sie sagte eine Reihe von Argumenten, mir ist noch in Erinnerung, als sie sagte, und übrigens die nächste Pandemie, auch das sagen doch alle Experten, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächste Pandemie kommen wird. Und dann haben wir wieder dasselbe Problem und dann bekommen diese Großkonzerne zusätzlich Probleme. Und ich habe mir zunächst mal überlegt, was sage ich jetzt? Ich bin immer ehrlich. Ich verkaufe ja keine Finanzprodukte oder dergleichen. Das ist ja mein großer Vorteil. Aber ich will ja keinen Unsinn sagen, sondern meine wirkliche Meinung. Ich habe mir überlegt und ich habe dann das gesagt, was ich jetzt auch sage. Und das ist meine ehrliche Meinung. Ich sagte, ja, das kann alles passieren. Die Zukunft kennt kein Mensch. Und das, was Sie aufgezählt haben, ist im Bereich des Möglichen, natürlich. Aber wenn Sie eine so negative Meinung von der Zukunft haben, dann rate ich Ihnen nicht in Unternehmen zu investieren. In Unternehmen investieren heißt, in die Zukunft zu investieren. Für mich sind Unternehmensinvestitionen langfristige Investitionen und die machen nur Sinn, wenn man von einer positiven Zukunft ausgeht. Natürlich kann man auch in Rüstungsunternehmen und sowas investieren, keine Frage. Aber großflächig streuen und so weiter, unterschiedliche Branchen, das macht nur Sinn, wenn man von einer positiven Zukunftsentwicklung ausgeht. Und sonst nicht. Und das ist meine ehrliche Meinung. Dieser Frau würde ich nicht raten, in Unternehmen zu investieren. Sie wird wahrscheinlich damit nicht glücklich werden. Denn was wird passieren? Wenn der nächste Aktienkursrückgang kommt, dann sieht sie sich in ihrer Meinung bestätigt. Und diese pessimistische Haltung wird dazu führen, dass sie dann irgendwann verkaufen wird. Zu niedrigen Kursen. Und höchstwahrscheinlich damit Verluste erzielen wird. Und das wäre genau das Gegenteil, was man mit Aktien
erzielen sollte. Aktien sind ja die Anlageklasse mit der höchsten Rendite. Da hat man unheimliche Chancen, aber man braucht die richtige Einstellung dazu. Und alles, was für eine erfolgreiche Investition in Unternehmen erforderlich ist, die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. Anderes Beispiel. Ich frage immer wieder von meinen Seminaren die Teilnehmer, was sie für Erfahrungen haben und so weiter, um so ein bisschen abzuklären, wie sich die Gruppe zusammensetzt, um dann gezielt auf die einzelnen Teilnehmer eingehen zu können und Schwerpunkte setzen zu können. Und da erlebe ich es immer wieder, dass Teilnehmer sagen, ich will in Unternehmen investieren, ich interessiere mich für Wirtschaft, aber ich kenne keine Unternehmen. Da ist auch wieder mein Gedanke, wenn man sich für Wirtschaft interessiert, dann kennt man Unternehmen. Das geht gar nicht anders. Also im Umkehrschluss, wenn jemand sagt, ich kenne keine Unternehmen, dann ist er auch nicht an Unternehmen und an Wirtschaft interessiert. Und dann würde ich hinterfragen, ob es wirklich Sinn macht, in Unternehmen zu investieren. Bei den Teilnehmern der Seminare, ja, ganz klar, die zeigen ja damit Interesse, die wollen sich ja in diesen Themenbereich einarbeiten. Aber es gibt ja so viele Menschen da draußen, die kommen irgendwann mal auf die Idee, in ein Unternehmen zu investieren, weil sie gehört haben, mit Aktien kann man hohe Renditen erzielen. Aktien sind die Anlageklasse mit der höchsten Rendite. Und das ist genau die falsche Vorgehensweise. Etwas nur zu tun, weil andere sagen, man kann damit Geld verdienen und unheimlich hohe Renditen erzielen, das ist genau die größte Gefahr, das sollte man nicht tun. Nie irgendetwas tun, nur um des Geldes willen, immer nur aus der eigenen Überzeugung, weil man selber weiß, wie die Zusammenhänge sind, warum Unternehmen die höchsten Renditen erwirtschaften müssen. Und wenn man weiß, selber weiß, was man tut und eigenes Interesse an dem Thema hat. Und manche sagen halt dann, ja, aber ich will ja, ich muss ja irgendwie meine Altersrente absichern, Geld verdienen und so weiter. Wenn dein Interesse nicht an wirtschaftlichen Dingen ist, nicht an Unternehmen liegt, dann hast du höchstwahrscheinlich andere Gebiete, die dich interessieren, andere Talente und Fähigkeiten. Und es gibt ja so viele Dinge, mit denen man Geld verdienen kann. Dann solltest du überlegen, was meine anderen Fähigkeiten, Talente, Interessen sind, wie kann ich damit Geld verdienen. Aber doch nicht mit etwas, an dem ich eigentlich kein Interesse habe. Und da gibt es so viele Punkte und so viele Hinweise, die mir sagen, das ist gefährlich jetzt. Mit diesen Glaubenssätzen würde ich nicht in Unternehmen investieren. Genauso, manche Leute haben eine sehr, sehr negative Vorstellung über Wirtschaft und über Unternehmen überhaupt, dass man als Kunde abgezockt wird, dass Unternehmen was Negatives sind, dass Kapitalismus, dass Marktwirtschaft was Negatives ist. Ja, wenn du diese Überzeugung bist, dann investier auch nicht in Unternehmen. Ich würde niemand raten, ein Bild zu kaufen, der kein Interesse an Kunst und an diesem Bild hat. Kein Mensch kauft sich ein Bild, wenn er das Bild nicht mag. Also warum solltest du dich an einem Unternehmen beteiligen, das dein Eigentum wird, wenn du keinerlei Interesse an dem Unternehmen hast? Das ist Quatsch, das geht schief. Andere Punkte. Manche Menschen denken Vorstände. Vorstände, das sind Ungeheuer, das sind Leute, die keine Ahnung haben, nur schlaue Reden halten, nur nach oben gekommen sind, weil sie sich gut verkaufen können, aber ansonsten die größten Vollidioten. Ja, mit diesem Glaubenssatz solltest du nicht in Unternehmen investieren, denn da wirst du immer mit Vorständen zu tun haben. Ich sehe es übrigens ganz anders, will jetzt das nicht ausarten, aber
meine vielen Videos, die ich schon gemacht habe, da bin ich auch auf jeden dieser einzelnen Punkte immer wieder eingegangen. Mein wichtigster Grundsatz ist, tu im Leben nur das, wovon du selbst überzeugt bist. Nicht, weil irgendein anderer das sagt, egal ob das ich bin oder jemand anders. Und nur weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, heißt das nicht, dass du auch diese guten Erfahrungen machst. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr gering, wenn du selber dafür kein Interesse hast, nicht weißt, was du tust und die Zusammenhänge nicht verstanden hast. Das ist das Wichtigste. Du musst die Zusammenhänge verstehen. Du musst wissen, wie Unternehmen funktionieren, wie Wirtschaft funktioniert, wie man ein Depot zusammenstellt, sinnvoll zusammenstellt, was es mit der Unternehmensbewertung auf sich hat, was es mit Aktienkursen auf sich hat. Ich sehe Aktienkurse vollkommen anders als diese Börsenwelt und als viele, die sich dafür kaum interessieren. Die stellen die Aktienkurse in den Mittelpunkt. Ich sehe das, wie gesagt, vollkommen anders. Habe ich auch schon Videos dazu gemacht nebenbei. Also, das ist das Wichtigste. Mach im Leben nur die Dinge, von denen du selbst überzeugt bist. Und investier nur in die Dinge, die, an denen du interessiert bist, die deinen Interessen zugrunde liegen. Sonst wird es schief gehen, sonst macht das keinen Sinn. Das ist ein großes Problem auch von Bankberatern. Bankberater haben mehrere Probleme zu meinen, weil sie nicht unabhängig sind, weil sie natürlich ihrem Arbeitgeber verpflichtet sind, entsprechend Produkte empfehlen müssen, Dinge verkaufen müssen, von denen sie vielleicht selber gar nicht überzeugt sind. Aber ein Problem ist auch, selbst wenn ein Bankberater vollkommen unabhängig wäre, besteht immer die Gefahr, und das weiß er natürlich, dass jemand, der zu ihm kommt und zum ersten Mal Aktien kaufen will, aber eigentlich keine Ahnung davon hat, dass er ihm dann Aktien empfiehlt, solide Aktien von mir aus sogar, aber auch diese soliden Aktien werden zwischenzeitlich irgendwann mal wieder von den Kursen zurückgehen. Das ist so, das ist das Wesen der Börse, das ist das Wesen von Aktien. Und da ist die Gefahr groß, dass dieser Kunde, der nicht weiß, was er getan hat, dann zu ihm kommt und sagt, ich will mein Geld zurück. Oh mein Gott, was habe ich da getan? Und ich glaube, du hast verstanden, worauf ich raus will. Du kannst in das beste Unternehmen investieren, und du kannst, wenn du langfristig dabei bleibst, enorm hohe Renditen damit erzielen und günstig kaufst. Aber wenn du die Hintergründe nicht kennst, dich dafür nicht interessiert, wird das schief gehen. Ich habe einen Bekannten, der hat, mittlerweile ist es ein älterer Mann, der war sein Leben lang Unternehmer. Und er hat 2000 rum, also zu der Internet Blase, die da aufgebaut wurde, zu dieser Euphorie, völlig übersteigerten Euphorie damals, hat Aktien gekauft, weil er eben immer wieder gehört, gelesen hat, Aktien, damit kannst du viel Geld verdienen. Die Kurse sind da ins Unendliche praktisch gestiegen, kurzfristig. Und er hat sein Geld investiert und war dann noch so, ja, dann ist Gier dazugekommen letztlich. Und dann hat er noch sein Aktiendepot verpfändet als Sicherheit, um mit Kredit von der Bank zusätzliche Aktien zu kaufen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Diese Blase ist zusammengebrochen. Die Bank hat Nachschüsse gefordert, weil sein Depotwert immer weiter sank, als Sicherheit nicht mehr ausreichte. Und dieser Mann hat eine unheimlich hohe Summe verspielt, verzockt in Wirklichkeit. Und er redet heute noch davon. Und wenn ich hohe Summe sage, dann meine ich nicht ein paar tausend Euro. Nochmal. Aktien, Unternehmensbeteiligungen sind die Anlageklasse mit der höchsten Rendite.
Und da, du kannst damit unheimlich viel Geld verdienen. Aber mach's nur, wenn du davon selbst überzeugt bist und wenn du weißt, was du tust. Ich helfe dir gern dabei. Meine Seminare, Vorträge, YouTube-Videos, alles, was ich mache, ist ja mit dem Gedanken, ich will Menschen dabei helfen, auch ermutigen, ja. Aber wichtiger ist mir, das Wissen weiterzugeben und die Erfahrung. Deswegen mache ich ja diese ganzen Videos und die Seminare. Aber wenn du sagst, nein, das ist nichts, das ist für mich viel zu trocken, dann investiere in keine Aktien. Der wichtigste Punkt, warum ich, und das habe ich schon oft erlebt, überzeugt davon bin, dass es, solange es Menschen gibt, auch Unternehmen geben wird, ist nämlich, weil Menschen zum Leben Güter und Dienstleistungen brauchen, unabhängig wie die Lage ist. Und alle Produkte und Dienstleistungen werden von Unternehmen hergestellt. Also solange es Menschen gibt, wird es Unternehmen geben, sonst können Menschen nicht mehr leben. Und soll es irgendwann mal keine Menschen mehr geben, weil Atomkrieg, keine Ahnung, die ganze Welt in die Luft gesprengt wird, ja, dann spielt das Geld auch keine Rolle mehr. Aber das ist die größte Sicherheit für Unternehmen. Wenn Unternehmen diese Produkte und Dienstleistungen herstellen, die die Menschen zum Leben brauchen oder unbedingt haben wollen. Und selbst in Kriegszeiten, das wird jetzt wieder ganz, ganz deutlich in der Ukraine, da ist Wirtschaft nicht vorbei, nicht unbedeutend. Ganz im Gegenteil, die Ukraine braucht Unternehmen. Sie braucht Infrastruktur, sie braucht Strom, sie braucht medizinische Güter und Dienstleistungen, sie braucht Nahrungsmittel. All das müssen Unternehmen herstellen und anbieten. Sie ruft händeringend nach Unternehmen, die eben diese Infrastruktur aufbauen, liefern, und alles, was dazugehört. Selbst in Kriegszeiten gibt es immer Unternehmen, ganz zu schweigen natürlich von der Rüstungsindustrie. Das sind meine Überzeugungen, die mich geprägt haben in diesen vielen Jahrzehnten, in denen ich an Unternehmen beteiligt bin und die eigene unternehmerische Erfahrung sowieso. Und das ist der Kern. Und wenn du das verstanden hast und verstanden hast, wie Unternehmen funktionieren, wie Wirtschaft funktioniert und all die Dinge, die ich angesprochen habe, dann sind Aktieninvestitionen genau das Richtige für dich. Langfristig und keine Zockerei. Aber wenn nicht, dann lass die Hände weg. So, ich glaube, ihr habt verstanden, worum es mir geht, worauf ich hinaus will. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, über das Weiterverteilen und über das Abonnieren meines Kanals. Ansonsten viel Erfolg, alles Gute, auch viel Spaß dabei, sich in diese Materie einzuarbeiten, immer wieder neue Erkenntnisse, Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Bis zum nächsten Video.